Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gameplorer TV. Ich bin's wieder, Marcel von Gameplorer.de. Heute möchte ich dir einmal die Beta von The Secret World zeigen. Um genauer zu sein, möchte ich dir mal die Skill-Möglichkeiten in The Secret World zeigen. Denn die sind ein bisschen anders als in normalen MMOs. Das erste, was einem auffällt, es gibt keine Level in The Secret World. Das bedeutet, man bekommt zwar XP und also was für Quests und Monster töten und so weiter, bekommt aber kein Level. Das heißt, wenn man unten den XP-Balken voll hat, ist man auf einmal nicht Level 2, Level 3 und so weiter, sondern man bekommt einfach ein paar Skill-Punkte spendiert und die kann man dann ausgeben. Hier unten sieht man nochmal den Level-Balken, also ich habe ganz normalen Level-Balken, aber eben halt keine Level-Anzeige oder so. Das Level definiert sich dann über Items, aber da kommen wir dann nochmal in einem anderen Video dazu. Und ja, wenn man Punkte eben halt bekommen hat, dann werden diese Punkte unten rechts angezeigt. Das ist dann da dieses orange AP. Da kann man dann einfach draufklicken und dann kommt man zum Skillrad. Das Ganze sieht dann so aus. In diesem Skillrad gibt es verschiedene Möglichkeiten zu skillen. Also man muss sich erstmal am Anfang so ein bisschen entscheiden, ob man Nahkampf, Fernkampf oder Magie nutzen möchte. Und später ist es dann so, dass man, wenn man genug Punkte und so bekommen hat, alles skillen kann. Also du kannst theoretisch den kompletten Skillbaum voll machen und später alles beherrschen. Somit musst du dann zum Beispiel keine Twinks oder so anfangen. Und ja, wie gesagt, du musst dich am Anfang entscheiden. Du kannst dich in der Quest, die du am Anfang machst, entscheiden, ob du eben halt ein Magier, ein Nahkämpfer oder ein Fernkämpfer sein möchtest. Und wenn du das sozusagen dich entschieden hast, bekommst du deine ersten Punkte und kannst dich dann für eine Unterkategorie von Nahkämpfer, Fernkämpfer oder Magier entscheiden. Ich habe mich untenrum für den Magier erstmal entschieden, im unteren Skillrad, und habe mich dann da für den Blutmagier entschieden. Und dann skillt man erstmal die beiden äußeren Ringe von dem Blutmagier. Das sind sozusagen die Standard-Skills, die jeder Blutmagier am Anfang hat. Also ein bisschen Heilung, ein bisschen Damage. Und dann, wenn ich mich sozusagen dafür entschieden habe und das alles ausgeskillt habe, kann ich mich spezialisieren in den Blutmagier. Also möchte ich mehr Schaden machen, möchte ich mehr heilen, möchte ich mehr meine Gruppe supporten und so weiter. Also man spezialisiert sich dann nochmal in den einzelnen Bäumen. Und wenn man das hat, kann man später dann auch die anderen Sachen skillen. Also ich kann dann ein schwertschwingender Blutmagier oder ein Chaosmagier mit zwei Pistolen und so spielen. Also das bleibt vollkommen einem selber überlassen. Hier sieht man nochmal die Fertigkeiten. Man kann insgesamt 7 aktive und 7 passive Fertigkeiten mitnehmen. Und jede Fertigkeit kostet verschiedene Punkte. Also mal ist es nur 1 AP, mal sind es 4 AP oder mal sind es 3 AP, das ist immer unterschiedlich. Diese rote Farbe, die ich hier gerade zeige, sind diese passiven Fertigkeiten. Und die blauen Icons sind die aktiven Fertigkeiten, aber die Damage-Fertigkeiten. Und die grünen Icons sind eben halt dann die Heilungsfertigkeiten. Und ja, wie gesagt, man kann immer nur 7 Stück mitnehmen. Und da sollte man sich dann natürlich sinnvolle Sachen zusammenschustern. Ich kann auch zum Beispiel, wie ich ja schon erklärt habe, auch von anderen Sachen was mitnehmen. Also ich könnte mir jetzt hier so ein Chaos-Magier, aka Blutmagier zusammenstellen. Das geht alles auch, wenn ich die nötigen Punkte für habe. Ja, was passiert eigentlich, wenn man nicht so richtig Ahnung hat, was man eigentlich skillen soll, weil man eben halt noch nicht so richtig im Spiel drin steckt und so? Dazu hat sich Funcom auch etwas überlegt. Es gibt sogenannte Decks. Die Decks sind von Funcom vorprogrammierte Skillweisen. Also ich könnte jetzt dem Spiel sagen, du, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll. Mach mich mal zum Beispiel zu einem Ninja oder so. Dann kann ich das oben in der Leiste auswählen und kann dann sagen, hier komm, mach mir mal einen Ninja. Dann zeigt er dir an, wo du skillen musst, um dieses Deck sozusagen zu schaffen. Und dann gibt es nochmal eine kleine Beschreibung dazu. Und welches Aussehen du bekommen würdest. Also dementsprechend, wie du skillst, siehst du denn auch später anders aus. Aber das ist nicht nur bei den Decks so, das ist wirklich bei allem so.
Also wenn ich später mehr in den Blutmagier reingehe, sehe ich auch mehr wie ein Blutmagier und so aus. Und dementsprechend daran sieht man denn das Equip. Also finde ich eine sehr schöne Sache mit diesem Deck, wenn man halt wirklich nicht weiß, was man eigentlich skillen soll, liest man sich das halt ein bisschen durch und kann dann sagen, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht und kann dann so ein bisschen dem Spiel die Entscheidung geben dafür. Man kann es natürlich auch komplett weglassen und seinen eigenen Weg gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ja, hier wird ja einem nochmal angezeigt, was man denn nun alles braucht. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Sache. Man kann noch weitere Sachen skillen. Hier kann man mehr oder weniger ja seine Waffen skillen oder besser gesagt seine Spezialisierung noch einmal spezialisieren. Hier haben wir zum Beispiel den Blutmagier. Und ich kann jetzt sagen, möchte ich mehr auf Damage gehen beim Blutmagier oder möchte ich mehr auf Heilung gehen? Das bleibt einem selber überlassen. Und immer wenn ich einen Punkt reinmache, erhöht sich hier zum Beispiel mein Schaden. Oder hätte ich in Heilung geskillt, würde sich meine Heilung erhöhen. Und so kann ich mich dann nochmal ein bisschen genauer spezialisieren, was ich eigentlich haben möchte. Und hier kann ich auch später alles auskillen, wenn ich genug Punkte habe. Also hier habe ich auch keine Beschränkung. Und ja, das waren erstmal soweit die Skillmöglichkeiten in The Secret World. Und das war es auch schon wieder mit Gameplorer TV. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal denn wieder. Bis dann!